So, ihr Lieben, wir stärken uns gerade für den vermutlich Kampf gegen Leto. Vielleicht reden wir aber auch nur, ich weiß es nicht. Aber wir treffen jetzt endlich den Königsmörder wieder. Darauf warten wir schon eine ganze Weile. So, nochmal speichern. Showdown. Er sitzt einfach da und wartet. Scheiße. Hey, Leto. Der Diamant von Sheila. Das hat aber gedauert. Stammt das Ding da von Sheilas Megaskop? Mhm. Ich habe den Diamanten ausgetauscht. Gegen einen fehlerhaften, der einen Teleport verhindert. Die kaiserlichen Magiekundigen hatten versprochen, dass der Effekt spektakulär sein würde. Ich habe sie laufen lassen. Wie herzlos. Was ihr der königliche Geheimdienst antun wird, ist weitaus schlimmer. Oh je. Vermutlich. Also, bist du bereit, die Karten auf den Tisch zu legen? In jedem Spiel ist es irgendwann soweit. Was für ein Moment. Aber zuvor... Schnaps. Gib her. Mir ist die Kehle trocken. Auf alte Bekanntschaften. Die dürfte leer sein. Hast du dein Gedächtnis wieder? Nicht vollständig. Erinnerst du dich an unsere erste Begegnung? Ich hab dir das Leben gerettet. Und wie dankst du's mir? Wie hätte ich es dir denn besser danken können? Ich hab mich um deine Frau gekümmert. Yennefer. Keine Ahnung zwar, was du an ihr findest, aber über Geschmack lässt sich ja nicht streiten. Yennefer von Wengerberg. Wintersonnenwende 1270. Die magische Nacht. Leto hat nicht gelogen, die Jagd hält an. Unter einem Baum, der zum Erhängen dient, selektieren die Reiter die Entführten. Yennefer ist darunter. Eine Erscheinung kann man nicht töten, nur verjagen. Jeder Hexer weiß das. Und doch fallen die Reiter unter den Hieben der Hexerschwerter. Und aus den Panzern der Getroffenen quillt Blut. Wir schaffen es nicht, sie alle zu töten. Dafür sind es zu viele. Ein Pat. Er ist anders als alle anderen Elfen. In seinem Blick liegt keine Scham. Niemals hat man ihn verfolgt. Er hat keine Pogrome erlebt. Kein Land wurde ihm von Menschen geraubt. Er kann nicht von dieser Welt stammen. Ein Eindringling. Wir treffen eine Abmachung. Meine Seele gegen die Yennefers. Er willigt ein, ohne zu zögern. Scheiße. Die Geschichte, Freunde. Das, was Geralt so lange... Wieder da? Gesucht. Einen Augenblick sah es aus, als wärst du weit weg. Erinnerungen. Eine ganze Welle. Der Baum der Erhängten. Die wilde Jagd. Sie haben mich statt Yennefer mitgenommen. Dann ist es jetzt an der Zeit, Klartext zu reden. Sofern du mich nur gejagt hast, um mich zu töten. Eigentlich nicht. Ich habe dich aus mehreren Gründen gejagt. Du bist mir ein paar Erklärungen schuldig. Mag sein, dass ich das bin. Okay, Freunde. Erzähl mir von Yennefer. Und was nach meinem Abgang passiert ist. Sie hatte ein paar Tage hohes Fieber. Wir dachten schon, sie schafft es nicht. Dann kam sie zu sich. Aber sie war verwirrt. Ihr Gedächtnis war weg. Genau wie deins. Und weiter? Sehr schnell kam ihr sperriger Charakter durch. Sie hat uns ganz schön zugesetzt, Egan verführt und versucht, Keile zwischen uns zu treiben. Da du dich für sie geopfert hattest, konnten wir sie schlecht im Stich lassen. Sie hätte ja keine 4 Wochen durchgehalten. Trotzdem hat sie sich aufgeführt wie eine Fürstin, diese Zauberin ohne Gedächtnis. Und dabei befanden wir uns mitten im Kaiserreich. Du weißt, wie man dort mit hochmütigen Zauberern umspringt. Entweder wirft man sie raus, oder man lässt sie auf dem Marktplatz 4 teilen. Ich hörte davon. Wir wechselten ständig den Standort und retteten sie aus diversen brenzligen Situationen.
bis wir eines Tages vom Geheimdienst verhaftet wurden. Egan, Serit, Yennefer und ich. Vom kaiserlichen Geheimdienst? Mhm. Sie trennten und verhörten uns. Lang und ausführlich, aber ohne Gewalt. Ich lernte Fatir de Rideau kennen und einige Wochen später den Kaiser in Person. Ich, als lichter Hexer. Yennefer? Ich habe sie nicht wiedergesehen. Der Kaiser trug mir eine Mission in die Nordreiche an. Aber sie war aus irgendeinem Grund wichtig für den Imperator. Vermutlich hat er von ihr erfahren, dass die Loge existiert. Der kaiserliche Geheimdienst hat eben seine Methoden. Jedenfalls wurde Yennefer permanent von Fatirs Leuten bewacht. Wir brachen dann bald nach Norden auf, um die Könige zu töten. Mehr weiß ich also nicht. Dann ist sie im Kaiserreich. Das war sie, als ich es verließ. Woher wusstest du, wo wir die wilde Jagd finden würden? Jeder Hexer mit einem Schlangenmedaillon um den Hals kennt den Ort. Ich dachte lange, meine Schule wäre nur gegründet worden, um das Rätsel der Geisterreiter zu lüften. So viele Bücher und Schriftrollen hatten wir zum Thema. Weißt du, wer die Reiter der wilden Jagd wirklich sind? Da stecken doch irgendwelche verfluchten Elfen dahinter. Riesenbetrug. Das legendäre Menetekel des Kriegs. Nichts als Mummenschanz vom Jahrmarkt. Glaub mir, kein Jahrmarktzauberer ist in der Lage, eine Horde Geisterreiter über den Himmel zu jagen oder jemandem das Gedächtnis zu nehmen. Dann klär mich auf. Die wilde Jagd, um die sich so viele Legenden ranken, gibt es tatsächlich. Ich habe etliche Geisterreiter besiegt und verjagt. Sie sind zwar Geister, aber zugleich die Avatare von echten Reitern. Denen sind wir unter dem Baum begegnet. Dann haben Elfen dich verschleppt? Ganz gewöhnliche Drecksäcke zum Anfassen? Das mögen sie in ihrer Welt sein. Hier sind sie Fremde. Du kennst die Theorie von der Sphärenkonjunktion und weißt, wie die Monster in unsere Welt kamen? Jeder Hexer weiß das. Dann weißt du auch, dass unsere Zauberer imstande sind, Brücken zwischen den Sphären zu schaffen. Meist rufen sie Monster herbei, die wir dann wieder loswerden müssen. Diese Elfen, die wir gesehen haben, stammen aus einer anderen Welt. Sie wurden allerdings nicht gerufen, sondern kamen selbst hierher. Das ist sehr schwierig, sogar für sie. Viel leichter ist es dagegen, ihre geisterhaften Abbilder zu schicken. Dass sie tatsächlich selbst kommen, ist eine Ausnahme. Und die haben sie für Yennefer und dich gemacht. Mhm. Elfen aus einer anderen Welt und deren dressierte Geister. Was wollten sie von dir? Das geht dich nichts an. Warum arbeitest du für Nilfgaard? Ich arbeite für den Kaiser, Geralt. Das ist kein gewöhnlicher Mensch. Kein Herrscher des Nordens kann ihm das Wasser reichen. Aber warum? Er will die Schlangenschule wieder aufbauen. Den Hexerorden, der mich ausgebildet hat. Die Hexerschulen im Süden sind vor langer Zeit untergegangen und die Hexer waren Geächtete, die man in die meisten Städte nicht hineinließ. Außer Egan und Serit gibt es noch zwei Hexer von der Schlangenschule. Ich habe sie seit Jahren nicht gesehen und weiß nicht, wo sie sind. Jetzt brauchen sie sich nicht mehr zu verstecken und können nach Hause zurückkehren. Dann sind wir praktisch sozusagen von der Wolfsschule. Warum hast du mich erwartet? Weil ich wusste, dass du mich nicht ziehen lässt. Ich hatte nicht vor, mich jagen zu lassen. Du kennst jetzt die Wahrheit. Außer dir nur noch ein paar, deren Wort nichts mehr zählt. Ich habe dich nie als meinen Feind betrachtet. Ich will nur meiner Wege gehen. Wenn ich gegen dich kämpfen muss, dann soll's wohl so sein. Aber diese Geschichte endet hier und jetzt. Nein, ich würde nicht sagen, dass wir gegen den kämpfen, Freunde. Ich finde Leto voll in Ordnung und ich meine, er hat ja recht. Die Könige sind wirklich... Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass diese ganzen Reiche hier, Temerien, Edirn und wie sie alle heißen, dass die unter einem Kaiser wesentlich besser geführt werden würden. Worum ging es denn nun eigentlich? Darum, die nördlichen Herrscher zu töten. Hm? Den Zauberinnen die Schuld zu geben, Chaos zu stiften, den Norden auf die Invasion vorzubereiten. Und weißt du was? Es lief wie am Schnürchen. Krieg oder nicht, Zauberer und Könige werden sich noch lange beschuldigen und bekämpfen und aneinander rächen. Der Norden ist ein brennendes Bordell, wie dein Freund Rittersporn zu sagen pflegt. Ja, da hat er recht. Oha! Ja, Freunde, die letzte Folge. Hier kommen jetzt die Offenbarungen. Wie hast du zu Sheela Kontakt aufgenommen? Als ich einmal von der Loge wusste, war das nicht schwierig. Am Anfang hat sie mich ziemlich misstrauisch beäugt,
Aber bei meinem Aussehen hatte ich sie schnell überzeugt, dass ich nur ein Tumba Schlagetod bin. Ich blieb in ihrer Nähe und tötete ein paar Biester für sie. Dabei jammerte ich ausreichend über die Schlechtigkeit der Welt. Außerdem sorgte ich für ein paar glaubwürdige Zeugen, die uns in Verbindung bringen konnten. Zur Sicherheit, falls man mich schnappen sollte. Und ich bereitete den Anschlag auf den Herrscher von Kovir vor. Eigentlich sollte Eddard Thyssen das erste Opfer sein. Doch ehe das getan war, beauftragte mich Sheela mit dem Mord an Demavent. Damit musste ich ihr nichts mehr vormachen. Ich nutzte die Chance und erfüllte den Auftrag. Wie hast du erfahren, dass die Loge existiert? Vom Kaiser und Fatir de Rideau, seinem Meisterspion. Und die dürften es von Yennefer gewusst haben. Dann hat sie ihr Gedächtnis wieder? Sie hat es wohl kaum bewusst preisgegeben. Vermutlich haben sie einen Weg gefunden, ohne ihr Wissen an ihre Erinnerungen ranzukommen. Als ich verhört wurde, war ein Zauberer zugegen. Ein stolzer junger Offizier des Geheimdienstes. Man legte mir eine Liste der Logenzauberinnen vor. Bei diesem Gespräch waren nur Emhyr, Fatir und ich anwesend. Meine Mission war geheim. Wie hast du es geschafft, Demavent zu töten? Sheelas Zauberkunst. Wir kannten jeden seiner Schritte, die Gewohnheiten seiner Wachen. Wir wussten alles. Sheela stellte genug Gold für Vorbereitungen und Schmiergelder bereit. Eigentlich musste ich nur noch den entscheidenden Schlag ausführen. Aber das klingt einfacher, als es war. Wir sind den Verfolgern nur knapp entkommen. Ohne Jorvet Skoyatel hätten wir das nicht geschafft. Sheela hat sich keinen Gefallen getan mit der Empfehlung. So konnten wir nicht nur Demavent töten, sondern uns auch noch dem Zugriff der Loge entziehen und die Anschläge auf Foltest und Henselt vorbereiten. Krass. Freunde, ich muss gerade dran denken. Wisst ihr noch, The Witcher Teil 1, die Schlusssequenz? Als doch Henselt von einem Hexer-Assassinen angegriffen wird und Geralt ihn gerade so retten kann, den hat bestimmt auch Sheela geschickt. Woher wusstest du, dass Foltest in die Einsiedelei kommen würde? Der Plan zu seiner Ermordung stammt von Jorvid und mir. Foltest hatte keinen Hehl daraus gemacht, dass er mit den Lavalettes abrechnen würde. Ich wusste, dass er seine Bankkarte wollte. Und wo versteckt man Kinder während einer Belagerung am besten? Ich musste zu einem Mönch werden. Aber in ein Kloster zu gehen und zu sagen, ich hätte eine Offenbarung gehabt, das wäre unglaubwürdig gewesen. Darum stieß ein Trupp von Arjan eines Tages auf eine Gruppe Eichhörnchen, die einen wehrlosen Mönch folterten. Die edlen Krieger vertrieben die Elfen und ich fand Zuflucht im Kloster. Ist denn niemandem aufgefallen, dass du nicht verletzt warst? Der Mönch, der mich heilen wollte, schwieg für einen Batzen Orens, ein Darlehen. Denn später brachte ich ihn um. Tote bewahren Geheimnisse besser. Boah, Leto. Und dann wartete ich ab. Als ich sah, wie du mit Foltest in die Einsiedelei kamst, war ich nicht sicher, ob der Plan aufgehen würde. Doch zum Glück hast du deinen alten Gefährten nicht erkannt. Er ist schon verdammt kaltblütig, Freunde. Er ist ein verdammtes... Ich benutze keine Schimpfwörter in meinen Let's Plays, außer es geht nicht anders. Wann hast du beschlossen, Jorvet loszuwerden? Als ich gemerkt habe, dass ich ihn nicht manipulieren konnte. Sein Scharfsinn macht ihn gefährlich. Er hätte mich jeden Augenblick durchschauen können. Ein Fehler. Unter dem Schutz der Skoyatel warst du unberührbar. Aber auch handlungsunfähig. Hätte ich Kiaran erledigt... Hast du aber nicht. So konnte ich Jorvet gegen dich aufbringen und dich zur Flucht zwingen. Denk daran, ich hätte auch dich töten können. Aber ich tat es nicht. Ich weiß. Du warst der Grund dafür, dass Sheela in Flotsam war. In der Tat. Sie wollte mich beseitigen, ging allerdings davon aus, die Situation unter Kontrolle zu haben. Sicher dachte sie, ich wäre verrückt geworden oder von Jorvet gelenkt. Derweil der Norden immer tiefer im Chaos versank. Genau. Du warst mein größtes Problem. Ich hätte dich töten können, damals in den Elfenruinen. Aber du warst nie wirklich mein Feind. Sind wir immer noch nicht, Leto. Henselt habt ihr nicht erwischt. Sabrinas Fluch hat alles verdorben. Erst saßen wir in unserem Versteck in den Schluchten fest. Dann erschien auch noch Sheela auf der Bildfläche und hütete Henselt wie ihren Augapfel. Doch da war sein Tod schon nicht mehr notwendig. Das Schicksal hatte es wieder gut mit uns gemeint. Ich erfuhr von den Verhandlungen und dem Vorhaben, Kammer und Rat wiederherzustellen. Der beste Zeitpunkt für das große Finale.
Shit. Worum ging es denn? Darum und kriegt denn... Hatten wir schon. Okay, wir haben jetzt alles. Ich finde, wir haben genug geredet. Kampf? Hast du noch Schnaps? Einen Schluck für jeden. Hier. Ich hoffe, wir müssen ihn nicht töten, Freunde. Dass wir kämpfen, ist klar. Wie letztes Mal auch, aber er hat uns ja auch laufen lassen. Und ich hoffe, das können wir auch. Die Armeen des Kaisers überqueren vermutlich eben die Yaruga. Das ist das Ende des Nordens. Höchste Zeit, nach Süden aufzubrechen. Da wartet ein schönes Leben auf mich. Du bist ein Narr, Leto. Der Kaiser und du, ihr habt eines nicht bedacht. Unglück schweißt zusammen. Dank eurer Taten dürfte der Norden schon bald einiger sein als je zuvor. Aber was geht mich das an? Ich bin nicht dein Feind. Ich war es auch nicht. Lass mich gehen und du siehst mich nie wieder. Falls du nicht sehr weit nach Süden reist. Zwingst du mich aber zum Kampf, werde ich dich diesmal töten. Freunde, ich weiß, er ist verdammt hart drauf, aber ich mag Leto. Ich glaube, dass er kein schlechter Kerl ist. Er glaubt, dass er das Richtige tut und das ist doch wichtig. Und vor allem, ich habe auch das Gefühl, dass er das Richtige tut. Denn ihr habt ja gesehen, wie die Verhandlungen verlaufen sind. Unter einem Dach würden diese ganzen Lande hier... Unter einer Herrschaft hätten wir hier Frieden. Im Moment gibt's hier nur Krieg, sonst gar nichts. Ich weiß jetzt, was ich wissen wollte. Meine Erinnerungen kommen wieder. Dein Tod würde nichts ändern. Geh deiner Wege. So einfach? Keine Drohungen? Keine Lebensweisheiten? Nein. Du willst gar nicht gehen? Leb wohl, Geralt. Leto. Es wartet ein schönes Leben auf ihn. Das wünsche ich ihm, wirklich. Viele Könige gehören ermordet. Vor allem Hänsel, dieser Mistkerl mit seinen Bankerten. Inzestkindern. Und keine Ahnung. Hänselt ist doch der König aus Teil 1, oder? Ich bin gerade nicht ganz sicher. Ja. Und da sagt einer, Hexer hätten keine Gefühle. Wer das behauptet, hat keine Ahnung, Freunde. Ich glaube, Geralt hat sehr wohl Gefühle. Ein gehorsamer Mutant ist er schon lang nicht mehr. Boah, das Ende war der Hammer. Und es wurde eigentlich größtenteils alles aufgeklärt. Die Frage ist... Der Hexer war auf der Suche nach den Königsmördern weit durch die Lande gezogen. Er war aufrechten Leuten begegnet und Verkommenen. Mhm. Bernard Loredo gehörte zu den Letzteren. Bald darauf verkaufte Loredo Flotsam an Kettwin und verstreute die Anderlinge in alle vier Winde. Flotsam wurde zum Armeestützpunkt, die Zivilbevölkerung siedelte man um. In Edirn wurde der Hexer Zeuge, wie Saskia, die Drachentöterin, einen großen Sieg errang. Das Pontartal, als unabhängiger Staat, wo zuvor Ober-Edirn gewesen war, wurde für Ausgestoßene das verheißene Land. Sogar der durchtriebene alte Sultan Shivai begann, an das Land des Glücks zu glauben. Doch auf die Träume und Architekten der neuen Ordnung warteten finstere Zeiten. Seit Foltests Tod hatten sich dunkle Wolken über Temerien gesammelt. Bar seines Königs war das Land wie ein Ballen edlen Tuchs, von dem zahlreiche Adlige sich ihre Ellen abschnitten. Die kleinen Halunken flohen freilich sofort, als die wahren Raubtiere die Krallen nach der Beute streckten.
Auf dem Gipfel in Lokmuin wurde das Schicksal von Foltests Reich besiegelt, als Radovid von Redanien und Henselt von Kettwen es zwischen sich aufteilten. Jahre zuvor war Geralt von Riva Zeuge des Falls von Rat und Kammer der Zauberer geworden. Der Gipfel in Lokmuin führte beide Institutionen wieder ein. Wobei die Gründer Sheila de Tankerville und ihre Komplizinnen opferten. Doch Radovid verlangte obendrein Demut und Loyalität von den stolzen Magiern. Und das passte durchaus nicht allen. Es war eine Zeit der Verwirrung und der Gewalt, gekleidet in königliche Dekrete. Doch so schlimm die Tage schienen, sie waren für uns, die wir gewissermaßen am Schicksal der Welt mitgewirkt hatten, doch eine Ruhepause. Soltan versuchte, die Hand seiner Geliebten zu erlangen und ich bettete mein Haupt im Schoß der Musen. Wer hätte ahnen können, dass das Unwetter, das den Norden gebeutelt hatte, nur das Omen noch viel dunklerer Zeiten gewesen war? Und zugleich die Präambel einer ganz neuen Geschichte von Geralt von Riva. Der liebe Rittersporn, ja, der hat alles für uns geschrieben. Das Questlog, das Tagebuch. Wow. Freunde, das Spiel The Witcher 2 basiert auf den Romanen von Andrzej Sapkowski, die ich die ersten beiden gelesen habe und ich habe auch den Film gesehen. Ich find's gut, dass sich dran gehalten wurde, dass Geralt keine Drachen tötet. Also, zumindest war es bei mir so. Ich weiß nicht, andere haben ihn sicher getötet, aber es ist, nämlich grundsätzlich, habe ich, glaube ich, im Spiel schon mal erwähnt, so, dass Drachen eigentlich intelligente und gutmütige Geschöpfe sind, wenn sie nicht gerade versklavt werden. Und deshalb töten Hexer keine Drachen. Und das Pferd da heißt Plötze, übrigens. Die gute alte Plötze. Freunde, ich habe so lange auf Teil 3 gewartet und jetzt ist er endlich da. Und ab morgen geht's weiter mit Teil 3 von The Witcher. Ich habe so lange gewartet. Kennt ihr das, wenn ihr ein Spiel durchgespielt habt, unbedingt den nächsten Teil wollt? Und dann vergeht Zeit und es vergeht noch mehr Zeit. Hey, Roche! Und es vergeht noch mehr Zeit. Und dann kommt's raus und ihr denkt euch, ah, interessant. Und dabei wolltet ihr ihn so unbedingt haben. So ist es mir mit vielen Spielen gegangen, mit Bioshock zum Beispiel und auch mit The Witcher. Teil 2 hat mich damals schon begeistert, auf den habe ich auch schon gewartet damals. Weil Teil 1 gefällt mir auch nach wie vor immer noch super gut, ich spiele es auch immer noch sehr gern. Ach übrigens, die Infos zur wilden Jagd waren auch sehr interessant. Die waren sehr interessant. Die wilde Jagd. Tja. Die Frage ist, was machen sie mit den Seelen? Und warum haben sie Geralt zurückkommen lassen? Wahrscheinlich, weil er ihnen noch mehr Seelen gebracht hat. Ihr habt ja gesehen, wie viele Banditen und Schuldige wir getötet haben. In Teil 1, in Teil 2. Ich freue mich jetzt so auf The Witcher 3, Wild Hunt, die wilde Jagd. Ich bin so gespannt. Ja, Freunde, ohne jetzt noch groß rumzureden, das mit Leto habt ihr hoffentlich verstanden, warum ich ihn gehen hab lassen. Schreibt mir gern, wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt mir gern die Begründung, warum. Aber ich fand Leto voll in Ordnung. Auf der anderen Seite, natürlich braucht ein Land Herrscher und es gibt nur eine Handvoll Menschen auf der ganzen Welt, die mit Macht umgehen können. Die meisten, es liegt in der Natur der Menschen, dass sie es nicht können, ist meine Meinung. Genießt noch den schönen Soundtrack im Ending und dann würde ich sagen, bis morgen mit The Witcher 3. Ich freue mich schon so. Bis bald, macht's gut, eure Eerie. Thank you.
Thank you.